Also, ich habe das auch wieder in der Zeit.
Kiew, der zweitgrößte Stadt Kharkiv,
Zwischenstädten Mariupol und Odessa im Süden. Der Kreml-Kritiker Nawalny ist in einem weiteren umstrittenen Strafverfahren wegen Veruntreuung schuldig gesprochen worden. Die Richterin erklärte, Nawalny habe sich auf den Weg der Täuschung das Vermögen von Fremden erschlichen. Außerdem wurde Nawalny wegen Missachtung des Gerichts in einem früheren Verfahren für schuldig befunden. Der Prozess gilt als politisch motiviert. Das Strafmaß ist noch nicht klar. Der Putin-Gegner verbüßt schon eine mehrjährige Haftstrafe in einem Straflager. Dort wurde auch der Prozess abgehalten. Rentnerinnen und Rentner können sich zum 1. Juli auf ein kräftiges Plus bei ihren Bezügen einstellen. Krisenlage sei es wichtig zu sehen, dass das Rentensystem funktioniere. Nachdem bekannt geworden ist, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen der AWO-Affäre gegen Oberbürgermeister Feldmann von der SPD Anklage erhoben hat, gibt es die ersten Reaktionen aus dem Römer. Die Frankfurter CDU fordert den sofortigen Rücktritt Feldmanns. Frank Angermund. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Kössler fordert Feldmann auf, sein Amt niederzulegen, um weiteren Schaden für Frankfurt und den Ruf der Stadtregierung abzuwenden. Sollte Feldmann nicht zurücktreten, habe die CDU einen Abwahlantrag vorbereitet. Der Frankfurter FDP-Chef Lieb sagte, eine Anklageerhebung habe eine neue Qualität. Der Oberbürgermeister solle auf öffentliche Auftritte verzichten. Für den Fraktionsvorsitzenden der Linken Müller stellt die Anklageerhebung eine Belastungsprobe der Römer-Koalition dar. Bevor alle Forderungen stelle, wolle er die juristische Aufarbeitung abwarten. In mehreren Städten in Hessen laufen seit dem frühen Morgen Durchsuchungen wegen politischer Hasspostings. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitgeteilt. Metallplatten werden in die Westen eingenäht. Wir sind jetzt Militärversorger nach Schneiderin Adler. Früher haben wir Artikel hergestellt. Klettergerüste für Kinder, Gartenschaukel und so etwas. Seit Beginn des Krieges, vor 25 Tagen, haben wir hunderte Leute organisiert, die uns helfen, sagt Vassili Uscharow, einer der Freiwilligen. Wir nehmen Schusswesten, wir schweißen Panzersperren und füllen Sandsäcke, um Barrikaden zum Schutz unserer Stadt zu bauen. Saporischa wird ein Vorbild zu Freiwilligen sein.
vor allen Dingen das eigene Land an die Bevölkerung gerichtet, denn der ukrainische Präsident hat ja seit Wochen sehr viel Wert darauf gelegt, dass er die Zusammenhalt und Geschlossenheit der ukrainischen Bevölkerung nicht nur der Armee versucht zu betonen. Und das hat er ja auch geschafft, auch die unbewaffnete Bevölkerung größtenteils entgegengestellt hat. Und dann will er jetzt auch klar machen, wenn es irgendeine Zusammenhalt gibt, dann dürfen wir auch alle sagen, ob das wirklich so ist. Zerstört ist, wo fast 10 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Also das ist noch nicht im Ansatz irgendwas, was man jetzt in kürzerer Zeit sehen könnte. Und auf der anderen Seite, würde denn Russlands Regierung so ein Veto der Bevölkerung in der Ukraine überhaupt akzeptieren am Ende? Das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Also wenn die Ukraine für sich entscheidet, dass die Bevölkerung über eine Vereinbarung abstimmt, dann müsste Russland das rein völkerrechtlich natürlich irgendwie dann auch anerkennen. Aber ich meine, wir haben es hier mit einem russischen Präsidenten zu tun, der hat wochenlang nicht nur die ukrainische Regierung, sondern die ganze Welt belogen, indem er gesagt hat, wir greifen die Ukraine nicht an. Ein russischer Präsident, der bis heute nicht zugibt, dass der Krieg und zwar ein Angriffskrieg mit unglaublichen Opfern für die Zivilbevölkerung. Also, ob man jetzt spekulieren kann, ob so eine Regierung ein Votum der ukrainischen Bevölkerung akzeptiert, das ist, glaube ich, mit so viel Unsicherheit und am Ende kann man es jetzt einfach gar nicht abschätzen. Ja, da reden wir natürlich auch über Dinge, die noch in weiter Ferne liegen, wenn es denn überhaupt dazu kommt. Wie ist denn die Lage aktuell in der Ukraine? Es ist so, dass die russischen Truppen an vielen Stellen nicht so schnell oder inzwischen gar nicht mehr vorankommen, was diese Bodenoffensive angeht. Und das ist auch das, was Militärexperten im Westen schon seit Tagen, Wochen beobachten, dass das ziemlich ins Stocken geraten ist. Das ist für die Menschen in belagerten Städten, gerade im Nordost und Südost, natürlich auch erschreckend, weil dann die Angriffe auch weitergehen. Und der Angriff ist, die Angst darüber noch heftiger, werden auch Wohngebäude getroffen werden und in Städten, die man heute zu Teil in Schutt und Asche liegen. Die Frage ist, ob Russland sich irgendwann vielleicht auch damit zufrieden gibt, eine Landverbindung im Süden zur Krim geschaffen zu haben und in anderen Teilen nicht weiter vorrückt. Das ist das, was auch die Ukraine offenbar hofft oder worauf sie setzt, wenn sie sagt, sie rechnet noch bis 2-3 Wochen kämpfen. Aber ob der russische Präsident sich dann zufrieden gibt, das weiß im Moment niemand. Die Einschätzung unseres Korrespondenten Markus Sambale. Vielen Dank. Wir haben gesprochen über den Krieg in der Ukraine und wie eine diplomatische Lösung aussehen könnte. Der Präsident hat ein bisschen die Menschen in der Ukraine darüber abstimmen lassen, wenn es denn so weit ist, dass er zumindest angekündigt. Der Krieg in der Ukraine, genau. Dass der Betrieb im Parlament wie geplant läuft, auch mal für Ruhe sorgen und auch mal eine seltene Ahnung, wenn der über die Stränge schlägt. Außerdem bringt so ein Posten eine gewisse Aufmerksamkeit mit sich. Vor ein paar Jahren gab es allerdings Streit darüber, wie denn die Stellvertreterposten der Präsidenten oder eben der Präsidentin besetzt werden. Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD hatte sich deswegen beschwert. Er wollte, dass spätestens im zweiten Wahlgang auch einzelne Abgeordnete einen Vorschlag machen dürfen für einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Das klingt erstmal nach einem ziemlichen Spezialfall. Es hat aber so grundlegende Bedeutung, dass darüber heute das Bundesverfassungsgericht entscheiden musste. Und das hat die Klage aus dem Rahmen der AfD abgewiesen. In den vergangenen Jahren hat die AfD-Fraktion immer wieder versucht, die Mitglieder des Präsidiums des Bundestages zu bekommen, ohne Erfolg. Die Kandidaten wurden von den anderen Fraktionen nicht gewählt. Damit ist die AfD-Fraktion die einzige, die im Präsidium des Parlaments nicht vertreten ist. Als vor etwa 2,5 Jahren erneut eine Wahl zum Bundestagsvizepräsidentenposten durchgeführt wurde, machte der AfD-Abgeordnete Fabian Jacobi im zweiten Wahlgang einen eigenen Vorschlag. Doch dieser wurde von der sitzungsleitenden Vizepräsidentin des Parlaments, Petra Pau von den Linken, als unzulässig abgelehnt. Gegen diese Entscheidung hat Jacobi vom Bundesverfassungsgericht geklagt. Er fühlt sich in seinen Rechten als Bundestagsabgeordneter.
Die Haube zum Tale.